So richtig für einen alten Herrn hier zum Reitmarschieren. Ich hoffe, ihr habt alle die Zeitumstellung gut über die Runden gekriegt. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es ein bisschen verschlafen hat, denn ich habe mir noch eine Laterne mitgebracht, falls es finster wird, aber es ist ja nun heute oder ab heute eine Stunde länger. Die war es natürlich heute etwas hart heute früh, aber irgendwann stellt sich der Organismus ja auf die ganze Sache wieder ein. Staub gewischt auf alten Noten. Wobei alt ist ja natürlich ein relativer Begriff, denn die Musik, die wir ja spielen, die hat ja nun doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. In der Regel sind es ja die Evergreens der Big Band und der Swing-Geschichte. Titel, die mit jeder Generation vielleicht neu entdeckt werden oder sogar neu interpretiert. Ich begrüße Sie heute hier ganz herzlich in der Johanneskirche und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie so zahlreich hier heute erschienen sind und hoffe, Sie haben zwei wunderschöne Stunden hier mit uns. Ja, musikalische Rumpelkammer, ne? Schönes Thema, würde ich sagen. Thank you.
Thank you.
Rhythm. And boy, I am singing, now the world's alright, now things swing.
Was der Felix jetzt spielt, das ist eine Melodie eines Blues. Blues ist ja die Grundform in der Swingmusik und darauf baut sich dann vieles auf. Wir machen das übrigens auch, damit die Letzten noch Gelegenheit haben, sich hier einzuschachteln, damit wir nicht mit einem Knaller hier reingehen und die, die jetzt erst ihr Getränke ausgetrunken haben, dass die Hälfte verpassen. Thank you.
Zahnbein ist schon bei jedem Witz dran. Kleines Beispiel, an einem Tisch sitzen ein Sänger, ein Bläser, ein Schlagzeuger und ein Bassist. Und plötzlich sieht einer von den vier 20 Euro da an der Ecke liegen. Was denken Sie, wer sich danach bückt? Vorschläge? Gut, ist vielleicht schwer für Außenstehende. Es wird immer der Bläser sein. Warum? Dem Sänger ist es zu wenig. Der Schlagzeuger ist zu langsam und der Bassist ist zu faul. Basic Trade Ahead und ich will keine Schokolade.
im Gesicht und weg ist er, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind es Halsknossen, oben dieser. Ich habe jetzt noch drei Sachen. Wenn man so eine Rumpelkammer aufräumt, das ist ja eine sehr private Sache. Also niemand würde Fremde in seine Rumpelkammer auf seinen Boden gucken lassen, was da alles rumliegt und wie es rumliegt. Und es hat seinen Grund. Die Löbauer, die gehören schon praktisch fast mit zum Orchester, deswegen haben wir uns das auch getraut, heute mal in die Rumpelkammer zu gucken. Und ich möchte dieses Konzert nicht zu Ende gehen lassen, um nochmal an den Dieter Strahl zu erinnern, der in der Anfangsphase des Orchesters uns völlig problemlos unter die Arme gegriffen hat, uns motiviert hat auch, dass wir dieses Orchester weiterführen. Und Dieter Strahl war es auch, der uns unser Logo für den Musikverein damals gemacht hat. Und so wird er uns immer als Künstler und vor allen Dingen als Mensch in Erinnerung bleiben. Und das muss ich hier vor den Löbern wirklich mal loswerden. Nochmal sagen, vielen Dank, Dieter Strahl, dass du uns da auch Mut gemacht hast. Die zweite Sache, die ich... Ja, danke. Die zweite Sache ist die, Sie haben heute sehr viel von Workshops gehört. Das sind immer solche Veranstaltungen, wo die Schüler und ich innerhalb von einer Woche das lernen, was wir sonst im halben Jahr lernen. Und es ist immer natürlich schwierig, Leute zu finden, Mentoren zu finden, die mit jungen Amateuren umgehen können und sie dann auch noch motivieren. Und die aber auch auf der anderen Seite es verstehen, junge Leute zur Höchstleistung zu bringen. Und wir haben schon viele Leute eigentlich von allen Kontinenten gehabt. Und da wird das natürlich immer, immer schwieriger. Und ich möchte jetzt Sie einfach einladen. Am Donnerstag haben wir die Zusage bekommen, dass Felix Lovacek aus Prag zu unserem nächsten Workshop im Oktober mit uns Musik macht und mal so die alten Kamellen, die alten Amiga-Kamellen rausholt. Und wer sich an die Zeit vor der Wende, an den Saxophongott des Ostens erinnern kann, der ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns sehr und wir wissen, das wird eine ganz, ganz harte Nummer für uns, denn wir haben Felix hat uns eingeladen nach Usti zu seinem Weihnachtskonzert und da ging die Post aber sowas von ab. Er ist jetzt 73. Und er hat die Band im Schuss wie ein 23-Jähriger oder 33-Jähriger mit der Erfahrung. Und es wird mit Sicherheit ein ganz, ganz großes Erlebnis für uns und natürlich auch für das Publikum. Ich lade Sie dazu herzlich ein, also Sie, die Sie jetzt hier mit zur Orchesterfamilie gehören. Thank you.
Thank you.